Für mich war es nicht eine schwierige Entscheidung, ganz ehrlich. Und es geht um den Staff, es geht um die Spieler und es geht um den Verband hier. Ich bekomme einfach hier die Situation, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich wirklich weiterentwickeln kann. Die Zusammenarbeit mit den Spielern schätze ich sehr. Es ist für mich ganz speziell, was wir zusammen haben. Ich mag meinen Staff und ich spüre wirklich Support vom Verband. Also ich bin, wie fast immer, übermotiviert und es fühlt sich wirklich gut an. Vor ein paar Tagen habe ich nur, weil ich es lustig gefunden habe, ein bisschen so fake geplant, wie die nächsten zwei Kampagnen aussehen könnten. Und das war überhaupt kein Problem für mich. Ich hätte Material für mehr als so. Und ja, Sportnerd wie ich bin, ich werde Sachen klauen von anderen Sportarten. Ich werde extrem viel Unihockey sehen während diesen Kampagnen. Und das heißt für mich, dass neue Sachen auftauchen werden. Und nein, also ich habe genug Ideen, das ist kein Problem. Meine Vision ist immer, dass mein Team gewinnt, weil mein Team das beste Team ist. Und ja, dann braucht es einfach Zeit. Wir wissen, die anderen Top-Nationen in Unihockey sind sehr, sehr gute Nationen. So für meine Vision macht es wirklich Sinn, noch ein paar Jahre zu machen. Meine Familie funktioniert so, dass wenn jemand etwas wirklich Cooles, Lustiges und Entwickelndes macht, dann darf man das machen. Und bei mir war es ziemlich schnell so, dass ich wusste, dass ich hier weitermachen würde und meine Familie findet es auch super. So wegen dem ist kein Problem und meine Arbeit geht weiter, wie meine Arbeit früher gewesen ist. Ich werde extrem viele NRA-Spiele sehen und das Internet ist wie bekannt das gleiche Internet in Umeå wie in Kloten. So meine Arbeit geht weiter und ich werde es noch besser machen. Ja, wir sind überzeugt, dass wir mit dem David den bestmöglichen Trainer für den Moment haben. Er ist sicher einer der besten Trainer der Welt. Er ist nach wie vor extrem interessiert, er ist sehr innovativ, er ist kreativ, bringt Elemente von anderen Sportarten ins Unihockey rein. Er entwickelt da so unser Unihockey sehr stark weiter und das brauchen wir. Er ist außerdem extrem erfolgreich. Bis jetzt, vor allem auch außerhalb der WM, so diesen Turnier gegen Finnland und Schweden, hat er die beste Bilanz von allen Trainern, die wir je hatten. Er ist auch der erste und der einzige Trainer bis jetzt, wo man die Schweden überhaupt nicht können schlagen. Das ist sicher nicht allein entscheidend für den Entscheider, aber es ist ein Indiz für seine sehr, sehr gute Arbeit. Wir machen sehr grosse Fortschritte als Gesamtunihockey in der Schweiz. Auch der Trainer bildet sich weiter unter ihm. Und wir profitieren auch als Mensch sehr stark von seiner Art. Er ist einfach für uns im Moment mit Abstand der Beste, den wir haben können. Ja, in erster Linie haben wir mal ein Zeichen setzen, um David zu zeigen, dass wir sehr viel Vertrauen in ihn haben. Für uns ist es nicht allein von der WM abhängig, ob wir mit ihm verlängern oder nicht. Dann muss man wissen, dass David sehr stark umworben ist. Als einer der besten Trainer der Welt ist er gejagt worden von sehr vielen Teams, vor allem von Teams aus der SSL. Die haben einen anderen Rhythmus. Die wollen im Oktober, November wollen die spätestens wissen, wie die Trainersituation für die kommende Saison aussieht. Und darum sind wir dort in Konkurrenz gewesen, auch vom Zeitpunkt her mit diesen Mannschaften. Und für uns war am Schluss klar gewesen, ab dem Moment, wo man weiss, wir wollen mit dem David verlängern, gibt es auch eigentlich aus unserer Sicht keinen Grund zum länger warten. Darum haben wir den Vertrag verlängert. Für uns ist das Resultat, das nackte Resultat der WM allein nicht maßgebend gewesen für den Entscheid, ob wir mit dem David verlängern oder nicht. Viel wichtiger ist für uns die Entwicklung des Schweizer Unihockey. Und in dieser Entwicklung ist der David ganz klar unsere Galionsfigur. Er prägt uns in unserem täglichen Arbeiten enorm stark, uns und unsere Trainer. Und die Arbeit von David die zeigt sich nicht nur bei den Männer-A-Nazis, sondern die zeigt sich bis ganz oben in die untersten Nachwuchsstufen. Und so eine Entwicklung, wenn man die anstoßen und die nachhaltig sein soll, dann ist 4 Jahre viel zu kurze Zeit. Man braucht deutlich mehr Zeit, bis das Fuß gefasst hat, auch im Nachwuchs. Bis am Schluss der Nachwuchs auch wieder ganz oben ist, mit der A-Nazi oben ist und dort die Früchte können geerntet werden von dieser Arbeit. Und da sind wir der Meinung, da haben wir vor 4 Jahren einen extrem guten Entscheid getroffen mit dem Engagement von David. Und darum wollen wir da Kontinuität haben und wollen weitere 4 Jahre mit dem David zusammenarbeiten. Wir sind sehr überzeugt, dass das genau der richtige Entscheid ist.